Leute, here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr. Und yep, wir schauen uns heute Folge 9 vom Sommerhaus der Stars an. Ich habe auf jeden Fall Bock und bin schon sehr gespannt, wie das Ganze da weitergehen wird. Wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, checkt mal den Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, dann macht das auch sehr gerne. Würde mich freuen. Shoutout an alle, die das bisher gemacht haben. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt rein mit einem leicht aufgebrachten Cosimo. Denn Cosimo will gehen. Er fühlt sich so ein bisschen unfair behandelt, könnte man sagen. Was ist denn los? Beruhig dich doch mal, was ist los? Was ist das? Wie redest du denn gerade mit mir? Wie redest du mit mir? Wie redest du gerade da mit den allen? Ist schon gut. Und Cosimo, denk kurz nach, flucht hier und da noch mal kurz und dann schon gut. Und was ich halt echt so geil finde, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, diese Natalie, die ist eine ruhige Seele, die weiß ganz genau, wie ihr Cosimo tickt. Und welche Knöpfe sie zu drücken hat oder eben nicht zu drücken hat. Und jetzt, ja, beruhigt er sich langsam. Aber ich muss sagen, ich fand es auch nicht ganz cool, das zu sagen, so seit die zwei neuen starken Paare da sind, die Motivation verloren geht oder so. Weil eigentlich sollte das ja nur mehr Ansporn sein. Ja, und diese Diskussion hatten wir ja schon beim letzten Mal. Hier geht es einfach die OGs gegen die Neuankömmlinge. Ja, und die OGs finden es halt nicht so geil, weil sie dachten, okay, kurz vorm Ziel, ich will einfach nur noch über diese Ziellinie. Und dann werden einfach die Starken eingewechselt. Kann man aus der Sicht der OGs, Original Gangster, schon ein bisschen verstehen. Aber die Newcomer, ja, die wollen jetzt auch mal glänzen. Und ja, die können ja auch nichts dafür, dass sie so spät reinkommen. Hängen ja alle von Anfang an ja hier drinne. Aber das ist ja immer so ja, im das Sommerhaus. Ist ja immer so. Lass uns einander ausgehen. Ihr habt ja, sag ich mal, vorher das Sommerhaus auch geguckt, oder nicht? Es geht halt nur darum, dass wir quasi hier reinkommen. Und das Erste, was halt ist, ist natürlich... Wir waren hier. Die Neuen. Die sind dumm, Mann. Die kommen von keine Ahnung was für Islands. Natürlich denken die an sowas nicht. Natürlich können die sich auch nicht in andere Menschen reinversetzen. Und zum Glück sitzt Antonia neben Bauer Patrick. Der ist wirklich beherrscht. Der hat das studiert, das Ganze. Wie man sich in andere Menschen hineinversetzt. Wie man sich in seine Freundin hineinversetzt. Und das nervt mich auch so unfassbar, dass vor allem das Bauernpaar sagt, die kommen von irgendwelchen Islands. Da muss man nichts machen. Nur ein bisschen, auf dem Bauernhof muss ich auch Kühe melken. Ist was anderes. Dicker, Bauer sucht Frau, meiner Meinung nach viel, viel, viel cringiger als diese ganzen anderen neuen Trash-Formate. Aber das kann jeder natürlich sehen, wie er möchte. Aber mich regt so auf, dass sie sich wirklich in so eine Position hochstellen, als ob das jetzt super geil wäre. Oh, also. Also ich habe schon festgestellt, dass auf einmal so zwei so Krüppchen entstanden sind. Der beste Spruch zu diesen Pullis gewinnt auf jeden Fall an Ehre und Anerkennung und ich glaube an einfach Applaus der ganzen Community. Also haut rein. Was fällt euch dazu ein? Ich find's einfach nur geil. Aber wir sind genauso Kandidaten vom Sommerhaus wie die. Ja, und fertig. Punkt aus Nikolaus. Ja. Ne? Punkt aus Nikolaus. Und da hat er ja recht. Also nochmal zur Debatte. Die OGs gegen die Neuankömmlinge. Und ja, die sind genauso Kandidaten wie die anderen. Kam halt ein bisschen später rein. Aber jeder kann da gewinnen. Und ob man es unfair findet oder nicht, yo my. That's life. Dann slidet Natalie ganz gemütlich unter die Bettdecke von Cosimo, denn der hat sich so ein bisschen zurückgezogen. Der atmet, der macht so Yoga-Übungen im Liegen, also nur in einer Position, aber der beruhigt sich so ein bisschen und sie kommt dazu und die sind einfach schnucklig. Alles gut, Schatz. Ja. Oder? Wir spielen Mensch, ärgere dich nicht alle hier und passiert halt, dass kurz vorm Ziel beim einer dich auf dich trifft. Und das ist halt das, was mich so krass ärgert. Ja, aber man muss natürlich auch sagen, wenn man die anderen Staffeln gesehen hat, ja, dann weiß man, es kann zu einer Exit-Challenge kommen. Nicht jedes Mal, aber ab und zu. Und ja, RTL ist der Puppenspieler. Die haben Bock. Die sagen sich, na gut, komm, let's get it on. Ich verstehe jetzt auch Cosimo nicht. Also, wir haben ihn so lange mitgezogen. Ja, genau. Also das verstehe ich auch nicht. Ich soll froh sein, dass er so lange dabei war. Ja, die Dürs haben den Cosimo auf jeden Fall mitgezogen, haben immer am meisten Stimmen bekommen und ja, der soll einfach mal froh sein. Und der Bauer sagt dann auch sowas, Cosimo ist wie ein Spielball, was natürlich ansatzweise stimmt, auch wenn es irgendwie arrogant und assi klingt, denn natürlich waren die jetzt bisher nicht das stärkste Team, aber we will see, we will see. Es kommt immer aufs Spiel drauf an. What the hell? Oh Gott, was ist los? Gestern waren wir zwar schlecht drauf, aber heute, die Wunde hat geheilt und heute bin ich wieder
The G-Motherfucker. Yeah. The G-Motherfucker. Und ja, ich feiere es, wenn Cosimo gut drauf ist. Und ja, wie gesagt, Spiel, Spaß und Spannung stehen bevor. Die treten, wie gesagt, in einer Exit-Challenge gegen die Dürs an. Und da können wir uns schon freuen. Ja, neuer Tag, neues Glück. Nur die Harten kommen im Garten. Guck mal, ey. Ohne dass ich gewusst habe, was du sagst, du hast gesagt. Mhm. Morgen, morgen und nicht heute sagen nur die Faulen. Ihr habt's mitgesagt. Wie kam das? Hä? Auf jeden Fall feiert Bauer Patrick dann auch wieder sein Empathie-Comeback mit seiner Freundin, denn die wachen zusammen auf. Und ja. Schatz, geh mal Zähne putzen, stehen. Komm, hopp. Ja, was erzählst du da? Hopp, hopp. Wie eine Kuh aus dem... ja, und Bauer Patrick? Oh, 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 stinkt ein bisschen, Schatz. Was macht man da? Duschen, Schatz. Deo. Nein, du duschst dich auch nicht. Und der Junge so, hä, warum denn duschen? Ich hab doch Deo dabei. Und wenn's schön stinkt und man noch Deo drauf macht, das passt doch perfekt. Mua. Aber bitte, ey, geh mal Zähne putzen. Ist der sauber? Oder du machst, ja, das ist sauber. Sicher? Klar. Willst du mich eigentlich total verarschen? Schatz, steht ja schon Schatz, die ganze Zeit. Guck mal, jetzt zeige ich dir mal was. Guck mal. Oh, 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 Antonia hat schon wieder einen Fehler begangen. Da ist auch noch Staub drin. Eieieiei. Und das sagst du, das ist sauber. Aber die stehen. Sag doch nicht mal einfach was, ohne dass. Die stehen hier die ganze Zeit ja, schon. Ja, aber die stauben doch. Und das bringt Bauer Patrick so richtig in Ekstase. Denn er stellt jetzt alles in Frage. Sie hat einfach nicht richtig geschaut. Und wenn sie da nicht richtig schaut, wie soll das so für das ganze Leben aussehen? Sind die sauber? Ja. Schatz. Wie soll ich dir denn da vertrauen? Kann er nicht. Naja, wie auch immer, jetzt geht's los mit dem Exit-Game. Und ich hab Bock drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich drücke auf jeden Fall Cosimo und Natalie die Däumchen. Ich hatte noch nie so eine krasse Motivation wie heute. Ich hoffe natürlich, bringt was, ne, Baby? Ja. Achso, du hältst den Korb fest und wir müssen Sandsäcke da reinschmeißen. Genau. Das schaffst du. Und wir kennen das Spiel und ich mag das Spiel sehr gerne. Und man muss jetzt fairerweise sagen, oder unfairerweise für die Dürs, hat Cosimo natürlich eine Chance, denn er muss eigentlich nur halten und der wiegt ein bisschen mehr als der Dürr und hat wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Power als der Dürr. Aber, to be honest, es kommt natürlich auch auf die Damen drauf an, denn wer nicht werfen kann, der wird auf jeden Fall verlieren. Hallo. Das ist ein Schrank. Run-DMC. Das steht einfach und hält ein Schiff fest. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Cosimo, gab es nicht früher so diese Sendung beim DSF, wo so Typen so LKWs gezogen haben an so dicken Bändern? Stellt euch Cosimo vor, wie er so vor einem LKW läuft. Einfach zack, zack. Also geile Vorstellung ist es schon. Super. Geil. Ist einer drin? Ja, Mann! Ach, oh. Und leider für die Dürst muss man sagen, seine Frau Katharina ist nicht unbedingt LeBron James. Ganz im Gegenteil zu Natalie, die wirft die Hits wie Dirk Nowitzki. Von wem war das denn? Hi, geil! Was, Schatz? Ja, Baby, Mann. Es wird sehr, sehr schwer. Ja. Ganz klarer Vorteil für Cosimo und Co. Und wer hätte das nach der letzten Folge vor dem Exit-Game gedacht, dass die überhaupt eine Chance haben? Ich liebe es. Ja, Boden darf man das. Ich kann nicht aufstehen. Setz dich halt auch hin. Boden darf man das. Boden, ist das erlaubt? In einer gewissen Arroganz steht er da, denn manchmal hält er nur so mit dem einen kleinen Finger, manchmal wechselt er so, lässt er kurz los und greift es wieder. Nicht so ganz, aber auf jeden Fall, Cosimo hat keine Probleme. Komm, lass los! Nein! Wir hätten auch die Verlierer sein können. Wie bitte? Komm, Schatzi! Weiter so, Schatz, weiter so! It's the fire countdown. Und letztens hat jemand geschrieben, als ich das bei dem Ami-Trash gemacht hat, es heißt the final countdown. Ist mir bewusst, ich mache das nur wegen Marco. Und ich hoffe, alle Leute hier wissen das und denken nicht, Dicker, was ist los mit dem? Ein Bälle! Und dann soll noch mal jemand sagen, dass RTL so Spiele manipuliert und sich zurechtlegt, wer so eventuell gewinnen soll. Mm-mm.
Zurück im Haus geht es um Essen und es gibt eine weitere Portion vom Bauer Patrick, der seine Weisheiten mit uns allen teilt. Ich finde halt, die immer kochen, okay, die können ja auch mal den Abwasch machen oder was? Warum sollen die auch noch kochen, wenn den Abwasch machen? Ja, weil ich nicht koche und ich will nicht den Abwasch machen, deswegen, Bro. Es ist halt die Philosophie zu sagen, okay, der kocht, der muss nicht abwaschen, aber wenn halt alle 5 Stunden hier gekocht wird und ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr, ich räume auch nicht mehr auf, mir ist das egal. Ich koche auch nicht, ich räume nicht auf, ich mache gar nichts, das ist es. Fragen jetzt ja nicht, was wollt ihr essen? Du hast noch kein einziges Mal den Abwasch gemacht. Nee, warum? Du machst den doch auch schon. Ja, beim Bauer Patrick ist es halt einfach so. Der Mann, der steht einfach von morgens bis abends auf dem Feld und die Frau macht den Haushalt, alles andere. Und ja, dann muss sich die Frau am Abend noch um den Mann kümmern. So ist es, ne? Mittelalter forever. Wollt ihr auch was essen? So burgermäßig. Oh, geil. Eins würde ich schon nehmen, ja. Eins. Die fragen noch nicht mal, ob wir was essen wollen. Ja, eins würde ich schon nehmen. Eins würde ich schon nehmen. Digga. Oh, das Gesicht spricht Bänder. Oder er reißt sich gerade zusammen. Fickt euch! Und er hat vorher gesagt, bevor sie reingelaufen sind, komm, wir schauspielen das Ganze. Und ich dachte, er zieht so ein bisschen länger durch, aber ungefähr 15 Sekunden haben alle gedacht, okay, der Cosimo ist traurig. Bis nackt! Hat er gewonnen? Nackt! Wir mussten so Säcke reinwerfen. Haben wir leider nicht geschafft. Das war unmöglich. Er wiegt doppelt so viel wie ich. Das ist ja ein Schrank. Das ist ja ein Schrank. Und wie ich meinte, ja, es war schon schwierig für die Dürs. Hätten sie natürlich schaffen können, wenn sie generell getroffen hätte. Hat sie aber gar nicht. Fast gar nicht. Ich wiege ja nur 77 und er wiegt ja 114. Wollt ihr nur was essen? Und das war jetzt nicht von mir, diese Pause, die sie da reingeschnitten haben. Einfach, er sagt das, keiner antwortet. Und Vanessa, wollt ihr was essen? So, als ob keiner irgendwie darauf irgendwas gibt. Ja, nice. Allerdings muss ich auch sagen, es tut mir leid für Katharina, die hat da gekämpft. Man hat richtig gemerkt, am Ende war die völlig fertig mit den Nerven. Hat auch ein bisschen geweint und da tat es mir auf jeden Fall auch sehr, sehr leid. Denn die hat gekämpft, die hat Gas gegeben. Hat halt nicht gereicht. Oh. Ich konnte einfach nicht mehr. Nicht keine glaub, ja. Und jetzt die wichtigste Frage für uns alle. Was hat Cosimo aus diesem Spiel gelernt? Jetzt kann ich Gangster werden. Jetzt, wenn ich schießen muss, kann ich eine Stunde so am Stück so. Ist schon Entertainer. Wir haben nicht aufgegeben. Das war jetzt der Anfang vom Ende. Mhm. Denn in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich gehen müssen. Bleib gesund, ja? Ja, ihr auch. Hasta la vista, Baby. Stefan und Katharina. So, den Burger hat Bauer Patrick wahrscheinlich dann so langsam verdaut und man sitzt halt draußen und chillt. Und ja, aber was war jetzt eigentlich mit dem Abwasch? Teig, helf mir mal beim Abwasch. Ich komm gleich, ich rauch kurz noch fertig. Na, das ist ja gut, dass er so viel Anstand beweist und dann wenigstens dazugeht, oder? Jetzt trinkt man erstmal einen, ne? Schatz, du kannst auch mal irgendwie was machen, ich verstehe das nicht. Wieso denn er? Er hat doch nur gegessen. Das kann doch jemand anders machen. Also der regt mich auch ein bisschen auf. Ich muss sagen, ich habe es echt nicht erwartet, dass er so schlimm ist. Das ist so krass unangenehm und so falsch einfach vom Mindset. Es ist echt krass. Ich mache doch hier nicht den Kasper. Die essen 4-5 Mal am Tag und dann bin ich der Trottel, der dann aufräumt. Nein, Bro, nicht du. Deine Freundin Antonia, für die du nur das Beste willst. Die ist der Trottel. Ich find's übrigens großartig, dass die jetzt zusammen ein Lied rausgebracht haben. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Ist halt so ein Schlagerding. Geschmackssache, kann man machen. Muss man auf jeden Fall nicht. Und ich find's geil, dass es gerade auf der Spitze der Antisympathie, die man gegenüber Bauer Patrick haben kann, macht er so ein Lied und sagt so, du bist die Einzige für mich. Und auch ein zweiter Blick mehr nicht. Hat mir gereicht, du bist so wunderschön. Das war nicht das Lied, aber hätte sein können. Das war der erste KBB-Schlagersong. Boom! Herrlich. Das ist ein Lebe. Geil. Ich denke, man hat schon ein paar Tränchen bei Antonia gesehen, denn ich würde ausrasten, wenn ich sie wäre. Ich weiß auch nicht, was mit Antonia los ist, warum die sich so behandeln lässt. Wenn der Typ da nicht kommen würde zum Abwasch, ich würde wirklich ausrasten. Ich würde den anschreien, dass er jetzt da rankommen soll. Und der sitzt da und sagt, du bist so wunderschön. Das ist sein Leben und macht sein Bierchen gerade auf. Entzündet den Tornado! Bei ihm ist. Ja, aber weiter. Oh yeah, bei Diogo ist. Und bei Diogo ist es so.
Alle haben Spaß. Bauer Patrick versucht sich jetzt natürlich auch mit den ekelhaften Islandern zu befreunden, denn er weiß ganz, ganz alleine, wenn er sich nicht mehr safen kann, wird es auch schwierig. Nur Antonia hat jetzt gar keinen Bock mehr. Komisch, oder? Bisschen respektlos, dass sie jetzt alleine in das Zimmer gegangen ist. Schatz? Wieso, was ist los? Schatz, muss jetzt hier wieder so ein Theater machen. Aber ich verstehe sie halt auch nicht, warum sie es dann nicht nochmal anspricht und sagt, Bro, bist du eigentlich nicht ganz sauber wie die Teller, die ich gerade gespült habe? Was ist los mit dir? Hast du nicht mehr alle Tasten im Schrank, wie ich sie gerade in den Schrank geräumt habe? Ihr wisst, was ich meine. Was? Was hast du da gemacht? Nichts, wir drei Jungs haben jetzt einfach was getrunken. Wir vier. Komm, Schatz, ich helfe euch gleich, warte. Und aus der Küche hört man noch, komm, Schatz, ich helfe dir gleich. Um nochmal zu zeigen, wie anti-hilfsbereit dieser Bauer ist. Nein, du liegst hier im Bett und pennst und alle sind doch da. Was ist das Problem, wenn ich kurz meine Ruhe haben will? Ja, aber dann sag doch, hä, was ist denn los? Und auch hier, wie unangenehm willst du die Situation wehren lassen? Was ist denn los mit dir? Ja, ich möchte kurz mal meine Ruhe. Was ist denn los mit dir? Nee, ich bin nur kurz für mich allein. Lass es denn los mit dir? Nichts ist los, aber piss dich. Nichts ist los, Schatz. Was soll denn das? Ja, keine Ahnung. Ich komm rein, red mit dir und dann antwortest du nicht. Ich bin doch nicht dein Hündchen. Okay, dann bleib halt drinne. Okay, bist du nicht? Was soll das jetzt? Also, das gibt wieder Hundetraining am nächsten Tag. Also, so geht's gar nicht. Weiter geht's, ebenfalls mit Bauer Patrick und mit ein bisschen Shaming. Tatsächlich ist der Body von Vanessa für mich einfach ein bisschen zu kindlich. Sie hat ja eigentlich keinen Hintern, sie hat keine Hüfte. Klar, Brüste, die sind ja nicht echt. Wenn er schon einen Vergleich aufstellt mit Vanessa und Antonia, dann muss er ja noch mal zu Antonia sagen. Du warst ja früher warst ja immer ein bisschen dicklicher. Deswegen hast du jetzt so einen breiten Hintern. Das ist einfach nur noch unangenehm und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen kann. Ich kann der Antonia nur raten, sich das mal wirklich bewusst anzuschauen und vielleicht nicht mit dieser rosaroten Brille und dieser Verstrahltheit nicht zu checken, was los ist. Einfach mal wirklich realistisch das anzuschauen und dann zu sagen, okay, ist schon nicht so geil, wie der mich behandelt. Eigentlich. Aber wir haben einen Schlagersong zusammen und da sagt er, dass er mich liebt. Geht hier nicht um Verkäufe? Nee, nicht so. Doch, mein Schatz, wir machen. You are bereiting? Yes. Yes? Ja. We are bereiting. Wir sind bereiting und weiter geht's mit dem Stangenspiel. Irgendwas schwebt oben in der Luft. Die sind auf verschiedenen Seiten, müssen irgendwelche Stangen reinschieben. Klingt vielleicht ein bisschen komisch. Und müssen jeweils eine Herzhälfte auf ihrer Seite einsammeln, ganz oben zusammenfügen und dann ist das Spiel vorbei. Ich hätte es auch nicht verstanden, wenn ich nur mir zugehört hätte. Aber wir schauen mal rein, ne? Kannst du immer die Stangen verschieben? Ich nehme die da. Ja. Steck die mal nach da oben. Ja. Okay? Ja. Yep, und das kennt man natürlich aus der vergangenen Staffel eigentlich ziemlich geil. Oh Gott, jetzt konzentrier dich. Du weißt, um was es geht. Hände. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Sicher. Aber in die Hand nehmen. Antonia und Patrick machen es relativ gut, mehr oder weniger. Antonia hat ja Höhenangst und das macht sich ab und zu mal bemerkbar. Aber Antonia ist auch relativ schnell an ihrer Herzhälfte dran. Nichts machen. Ja. Nichts machen. Nein, nicht abbrechen. Ja, was willst du umsitzen? Soll man Kaffee noch trinken oder was? Zieh dich hoch. Das wäre jetzt aber wirklich schön, wenn so eine kleine Drohne mit einem kleinen Service, mit einem kleinen Espresso noch da kommen würde. Das ist meine Werbung. What else? Ah! Ah! Oh, Scheiße. Mom. Ich bleib hier Gott. Oben. Cosimo und Natalie müssen aufgeben, aber es war auch irgendwie aussichtslos. Obwohl die Aussicht da toll war. Warte, Schatz. Ich hab's drin. Okay. Los geht's, hoch. Komm, wir müssen Schatz. Einfach nur hoch, Schatz. Okay, Schatz, warte. Ich geh mal hoch. Diogo und Vanessa geben auch Gas, sind auch schon bei den Herzhälften angekommen. Und jetzt geht es halt nur noch ums Timing. Wer kommt zuerst ganz nach oben? Ich bin oben. Ja, komm hoch. Ich heb dich hoch. Schaffst du das? Doch, ja. Aua, aua, jetzt zieh, aua. Zieh. Wir haben's. Gut. Jetzt, gut, du bist da, du hast es. Und jetzt ist es nicht nur die Höhenangst, sondern der Bauer Patrick hat so halb ihre Hand gebrochen beim Hochziehen. Hauptsache schnell, schnell, komm. Ja! Ja! Ich liebe dich, Schatz. Schatz, und jetzt zieht die Sonne auf. Was ist heute für ein schöner Tag? Was ist heute für ein schöner Tag? Also Positivität ist da am Start. Wie sieht's bei den Bauern aus? Bitte lass mich hier runter.
Mega gemacht. Sie ist kurz vorm Abnippeln, aber was werden ihre letzten Worte sein? Natürlich. Schatz, du bist so mega. Du bist so mega. Merkst du selbst oder merkst du es nicht? Ich weiß es nicht. Weird. Und jetzt könnte man ja denken, dass Bauer Patrick mal irgendwas Positives sagt. Irgendwie was Empathisches. Irgendwie so, ey Babe, du hast das echt klasse gemacht. Ich weiß, du hast Angst und ich find's so krass, dass du es durchgezogen hast. Aber was sagt Bauer Patrick? Boah, ich sag dir, Alter, ich hab Bauchschmerzen, meinst du? Du hast es so gut gemacht. Ja, Schatz. Musst du seine Socken ausziehen? Nee. Sicher? Ja. Kennt ihr die Serie Handmaid's Tale? Ziemlich krass, auf jeden Fall zu empfehlen. Und da geht es auch um so Rollengesellschaften. Und Antonia ist wie so eine Magd, die einfach für ihren Landwirt alles machen muss. Und das ist so unangenehm cringig, wirklich. Ich fühle mich echt nach jedem Spiel einfach immer so nutzlos. Was aber nicht unangenehm und cringig ist, also doch cringig schon, aber Diego und Vanessa, ja, die achten auf Körperpflege. Nicht so wie der Bauer, der das Deo noch extra nimmt und seinen Schweiß ansprüht, damit es schön dampft. Ja, wir lassen uns immer gerne Zeit beim Duschen, weil es ist immer so schön darunter, es ist immer schön warm. Und es ist so schön darunter, dass selbst die anderen Wände wackeln. Alter, was fällt denn da runter? Wer hat jetzt das Spiel mit dem Reinstecken gewonnen? Joko wahrscheinlich unter der Dusche, aber wer hat bei dem anderen Spiel in der Höhe gewonnen? Christina und Marco waren das schnellste Paar und ziehen somit direkt ins Halbfinale ein. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, auch wenn Christina ab und zu so komplett zickig und weird ist, muss ich sagen, ich freue mich doch irgendwie, dass sie es gemacht haben, weil ich glaube einfach nur nicht möchte, dass die Bauern sich safen. Ist so. Geil. Halbfinale. Alle anderen Paare machen sich jetzt bereit für das nächste Spiel. Oh oh, on and on and on. Und es geht auch schon weiter. Und das ist auch ein Spiel, was wir aus der vergangenen Staffel kennen. Da gibt es so Blöcke, die werden zusammengehalten und die müssen sie dann 30 Sekunden halten. Und ich hätte es schon wieder nicht verstanden. Schauen wir rein. Liebe Stars, willkommen zum Spiel auf den letzten Drücker. Schatz, weil wir überhaupt loslegen konnten, hat Joko erst mal voll auf die Fresse gehauen. Und er ist nur ausgerutscht. Im ersten Moment habe ich gedacht, sie hat ihm so voll eine reingehauen, weil sie nicht gesehen hat, dass er so von hinten reinkommt. Aber er ist nur ausgerutscht. Fester drücken. Drück, bereit? Jetzt. Gedrückt. Ich drück. Gedrückt. Du hast gecheckt, oder? Gedrückt, Schatz. Und ja, Cosimo bringt es auf den Punkt. Drücken ist hier das A und O, denn wenn man nicht drückt, dann fällt das Ganze runter und da muss man von vorne anfangen. Ey, aber irgendwie ist viel zu wenig. Schatz, du brauchst mehr Druck. Du musst richtig drücken. Du musst richtig drücken. Drück! Und Antonia hat sich einfach nur ein Spiel gewünscht, wo sie wieder unabhängig von Bauer Patrick irgendwas machen kann, denn der direkte Augenkontakt, das wird mich auch komplett fertig machen, ich sag's euch. Ich merke, dass du den Druck wegnimmst. Guck mal hier, drück doch mal. Mach nicht den Arm so die ganze Zeit so weg. Druck, 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 Druck. Achtung, nicht schief kommen. Druck. Und die Angst ist groß, dass Bauer Patrick wieder ausrastet. Aber er rastet ja nicht aus. Er macht es ja auf dieser Psychobasis und macht sie einfach emotional komplett fertig. Und das ist fast noch schlimmer. Das ist auf jeden Fall, das ist schlimm. Die sagt doch, drück. Bei Diogo und Vanessa sieht es sehr, sehr gut aus. Die sind auf der Zielgeraden, die haben nur noch einen Block, der muss da rein und dann die Sanduhr umdrehen, aber... Komm! Komm, Schatz! Komm! Aber Fangula! Eine noch! Drück! Nein! Nein! Was ist das? Irgendwie machst du irgendwas... Fuck. Und natürlich ist es immer Antonia. Zurück zu Diogo und Vanessa, denn die beherrschen das Spiel. Drück, Schatz! Drück langsam. Dreh das um. Nur noch 30 Sekunden Ruhe bewahren. Okay, geil, Schatz, weiter. Oh mein Gott, würde ich durchdrehen. Wirklich 5 Sekunden vor dem Ende. Aber nicht aufgeben, weitermachen. Irgendwas machst du falsch. Und die anderen haben es anscheinend überhaupt nicht drauf, denn Diogo und Vanessa sind wieder auf der Zielgerade. Ich glaube jetzt zum dritten Mal, also die hätten es auf jeden Fall verdient jetzt. Einfach drücken, Schatz. Nicht runtergehen. Es ist fast durch, Schatz. 3 Sekunden. 3. Schatz. 2.
Und auch hier freue ich mich auf jeden Fall. Hauptsache, die Bauern sind nicht safe. Ohne Mist. Halbfinale. Und wer hat gewonnen? Glückwunsch! Glückwunsch! Und das bedeutet jetzt natürlich auch die beiden Paare auf der Abschlussliste, Bauernpärchen und Team Cosimo. Aber du hast gerade gesagt, wir haben keine Chance gegen Patrick und Ding. Haben wir wahrscheinlich auch nicht. Ich, ist der Idiot am Schluss. Ich finde den Fehler im Satz wahrscheinlich. Und ihr wisst nie, was für ein Spiel kommt. Denkt daran bitte. Eben drum, also niemals aufgeben. Das könnte eventuell doch klappen, obwohl man natürlich sagen muss, das Bauernpärchen, das wird schwierig. Also ich weiß echt nicht, was heute mit dir los war, Schatz. Was ist denn los? Und das Gute ist diesmal, ja, Bauer Patrick macht weiter in seinem Wahn, aber andere Pärchen bekommen das mal mit und kommentieren das auch. Nicht so wie die OGs, die schon alle draußen sind. Ich glaube, die hätten da auf jeden Fall noch viel, viel härter gegen Bauer Patrick geschossen. Aber zumindest kriegen die anderen das mal ein bisschen mit. Also in so einer Situation bringt es gar nichts, dem anderen Vorwürfe zu machen. Nochmal draufdrücken, ja. Dann ist dann, die fühlt sich sowieso schon schlecht dann. Ja. Für mich persönlich wäre es jetzt krasser, wenn Diogo immer sagen würde, ja, was bist du so scheiße, was kriegst du das nicht hin, bist du dumm oder so. Und das sind die Islands, die sind ja so richtig blöd. Mag sein, aber da haben sie natürlich auch absolut recht. Natalie und Cosimo und Antonia und Patrick haben das Spiel verloren und treten morgen erneut gegeneinander an. Bang, bang, keine Nominierung, direkt eine Exit-Challenge und dann wird sich entscheiden, welches Pärchen diese Exit-Challenge überlebt und ins Halbfinale einzieht. Und habt ihr noch Lust auf einen kleinen Zusatz vom Bauer Patrick? Ich weiß, es war viel Bauer Patrick, weil die ganze Folge bestand einfach aus dem Fehlverhalten von Bauer Patrick. Und erneut, er zeigt es mal wieder. Ich glaube, ich werde krank. Im Kopf vielleicht, ne? Ja, und jetzt probiert das nochmal, sie so richtig zu motivieren, denn das Spiel wird entscheiden morgen. Also mit dir gewinnt echt kein Blumentopfschatz. Guck mal, allein von deiner Körpermasse her. Mit dir ist ja gar nichts los. Ich kann halt nichts. Ja, die Frage ist doch, warum? Die Frage ist, warum? OMG. Was sagt ihr zu der ganzen Sache? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Das war's von mir. Ciao.